Nicht erst seit den Bekenntnissen von Papst Benedikt wissen wir, dass die Papstwahl für den Gewählten keine reine Freude ist. Die Last des Amtes wiegt schwer auf seinen Schultern. 2000 Jahre Kirchengeschichte, weltweite Probleme und lokale Konflikte. Die Arbeit eines Papstes braucht übermenschliche Kräfte. Der italienische Starregisseur Nanni Moretti zeigt den frisch gewählten Papst Melville in seinem neuen Film als einen Menschen, der vor seiner Aufgabe wegläuft. Er irrt umher irgendwo in Rom, sucht irgendetwas, das ihn in seiner Entscheidung für oder gegen das Papstamt beflügeln kann. Er selbst fühlt sich zu schwach für das Amt. Ein durchaus liebevoller Film, der dem erklärten Atheisten Moretti da gelungen ist. Keine Kirchenhäme, keine Reizthemen, eher ein fröhlicher Komödiantenstadel im Vatikan. Doch das Wesentliche des Papstamtes zeigt Moretti nicht, dass der Papst nur Nachfolger Petri ist. Dieser Petrus ist vor 2000 Jahren selbst schwach gewesen und ist vor seiner Aufgabe weggelaufen. Dennoch ist er dem gefolgt, der ihm vorausgegangen ist, Jesus Christus. Große Fußspuren sicher, aber immerhin ist die grobe Richtung seither gewiss. Dass es über den Streckenverlauf Streit gibt, kein Wunder. Es stimmt, und da hat Moretti recht, eigentlich ist jeder Mensch vom Papstamt überfordert, und deshalb zeigt er den überforderten Papstanwälter Melville mit viel Sympathie. Der designierte Papst in Morettis Film glaubt nicht an sich selbst als Papst, dabei braucht er an sich selbst auch gar nicht zu glauben, sondern nur an Gott und die Kraft, die von oben kommt.